Wir haben ja sehr frühzeitig in Hamburg angefangen, Corona-Testungen durchzuführen. Und wir merkten sehr schnell, dass der eigentlich Flaschenhals die RNA-Aufbereitung ist. Und das ist reine Handarbeit gewesen am Anfang. Und da hat unser Laborleiter, Herr Dr. Petersen, Kontakt mit BioNTech gehabt. Und das war eigentlich von Anfang an gleich eine sehr vielversprechende Kooperation, die wir gerne eingegangen sind. Und wir haben das getestet, wir haben es verglichen, wir haben festgestellt, die Ergebnisse sind super und es spart uns eine Menge Abarbeitungszeit, es spart uns eine Menge Hands-on-Time. Und damit konnten wir natürlich die großen Mengen an Proben, die uns erreichten, auch aus Krankenhäusern sehr viel schneller abarbeiten. Und ich glaube, dass das Wichtigste bei der Corona-Bekämpfung gerade am Anfang war, nicht erst nach Tagen ein positives Ergebnis übermitteln zu können, sondern wirklich diese 24-Stunden-Chance einzuhalten, damit man auch schnell reagieren kann. Und das ist uns mit BioNTech dann wirklich auch gut gelungen. Und ich glaube, sagen zu können, dass diese Kooperation sich nicht nur bewährt hat, sondern auch sehr, sehr intensiv dann ausgestaltet worden ist.